So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren interessanten Folge Lost in dem Programm, was am besten auf meinem Kanal läuft. Laut dem letzten Video, ich konnte es gar nicht fassen. So, dieses Mal mit, wie wir im Altdeutschen sagen, V oder wie die hippen jungen Leute heutzutage sagen, wie. Und ich weiß bis heute nicht, was diese Bedeutung oder was die Bedeutung dieses Namens überhaupt ist des Spiels. Vielleicht kann man das ja ein kluger Zuschauer in die Kommentare schreiben, weil ich bin zu faul, das zu googeln, weil es mir ehrlich gesagt auch eigentlich scheißegal ist. So, was ich mitbekommen habe von diesem Spiel, es ist eine Art Jump'n'Run, sehr retro. Vom Stil her finde ich, laut Screenshot sieht es aus wie so ein Spektrum-Spiel aus den 80ern, was lustig ist, weil ich nie ein Spektrum hatte, weil das Gerät eher für den britischen Markt, Heimkonsolen oder Heimcomputermarkt eher gebräuchlich war. Bei uns war es halt der C64. Die Musik erinnert mich aber mehr so an NES-Geklänge, Geklüngel, Geklingel, Klingel, Klangel, wie auch immer. Und das Besondere an diesem Spiel ist, man kann, es ist an sich eine Art Jump'n'Run, aber ich glaube, man kann jederzeit die Position wechselnde Figur quasi an die Decke kleben oder auch weiter auf dem Boden laufen, um diverse Rätsel oder Hindernisse zu lösen oder Hindernissen auszuweichen. Mehr weiß ich nicht, ob man sich irgendwie andererseits wehren kann, schießen oder springen, wie bei Mario. Kein Schimmer. Ich muss kurz mal schauen, was ist Player-Level? Player-Level? Copy, was? Keine Ahnung. Back to Menü. Grafik habe ich schon mal eingestellt alles. Man kann auch so einen lustigen Analog-Modus einstellen, der eigentlich ganz schick ist, aber auf Dauer, glaube ich, sehr störend ist, weil ich weiß nicht, was da damals für Analogglotzen benutzt wurden. Bei uns sah das nicht so aus, selbst auf der schlechtesten Glotze. Oh, jetzt habe ich es vergessen auszumachen. So, in diesem Falle, mehr gibt es auch nicht einzustellen. Controller ist dran, wie immer. Man kann es auch mit Tastatur spielen, dass ich durchaus verstehen könnte, dass es vielleicht sogar besser funktioniert, weil es halt auf dem Prinzip der 80er Heimcomputerspiele basiert. Ich starte mal einfach. Wie ihr seht, das ist so CGA-Grafik, also so, wie viel war CGA? 4 oder 8 Farben? Ich weiß gar nicht mal, so 16 Farben. Nee, ich glaube, es waren bis 4 oder so, ne? Ich glaube, EGA war 16, genau. Oh, is everything okay? Something's wrong, we're going to crash. Es scheint, wir sind in einem Raumschiff gefangen oder reisen mit einem Raumschiff. Das war bei der Warp-Kern gerade, so aus wie eine Ire, wie ein Augapfel. Puh, das war sehr gruselig. Wenigstens sind wir entkommen, richtig, Jungs? Ja, Jungs. Jungs, wie ich schon sagte, Jungs. Willkommen an Bord. Benutzt du die Pfeiltasten oder WASD? Habe ich nicht. Okay, hier kann man springen. Man kann auch mit dem Analogstick steuern. Do you want to quit? Nein, keep playing. Hat sogar eine Karte. Ist es etwa so Metroid Mania-mäßig? Mania? Rania? Metroid Mania? Ist der Nachfolger. Crew, okay. Missing. Stats. Es scheint so. Und dieses System, dass man die Leute wohl finden soll, erinnert mich sehr stark an Turtles 3 für den Game Boy Radical Rescue. Schilderes Wort, wo man nacheinander die Turtles befreien musste aus einer Art Metroidvania Dungeon und dann deren Spezialfähigkeit nutzen musste. Ich frage mich, ob sein Gesicht hier sein, scheiße alles, ob das irgendwie dann später besser wird, wenn wir Leute finden, der dann wieder glücklicher aussieht. Ich gönne es dem kleinen Kerl. So, wir gehen los. Press Action to Flip. Ich würde sagen, durchgespielt. Ich habe übrigens keine Uhr gestellt oder sowas, das heißt, mal gucken, wie weit wir kommen. Solitude. Einsamkeit. I wonder why the ship teleported me here alone. Okay, was ist das? Copyright? Aha, das war der Leap of Faith, der Sprung des Glaubens. Was ist denn C? Ist das? Ach, Checkpoint, klar. Ich bin ein dummer Mensch. Und dumme Menschen stellen dumme Fragen. Stop. Wo habe ich dieses Prinzip schon mal gesehen, diesen Wand runter, hoch und runter? Ist das hier, war das wie, was es eingeführt hat, oder war das irgendwie neu hier extra für? Ich meine, das Jüngste ist es ja auch nicht mehr. Oh, jetzt muss ich springen und drücken. Oh. Okay. Man scheint übrigens, so wie es aussieht, unendlich Leben zu haben vielleicht? Oder der Checkpoint ist jetzt hinten grau, hat das was zu sagen? Hm. Was? Press Enter und Activate Terminal. Ich habe keine Enter-Taste. Ah, Heaps Personal Locks, die kann man lesen, wenn man Lust hat, wollen wir es aber nicht. So, ist jetzt doch alles easy. Ich schaue nochmal ganz kurz auf die Karte. Okay, da unten ist auch ein Loch gewesen, habe ich schon fast gedacht, das inspizieren wir später. So.
Ich weiß nicht warum, aber ich hatte bei WWW immer so ein, ich kürze es mal mit WWW, nicht mit 6x V. Das ist so eine Art Klon ist von 1001 Spikes, aber scheint wohl nicht so zu sein. Oh Gott, oh. Man scheint echt unsterblich zu sein. Ich sehe keine Lebensanzeige, man hat wohl unendlich viele Versuche. Das habe ich nicht gewusst, das dann widerspricht ja dem System von eigentlich von Lost Inn. Violet, is that you? Captain, you okay? Ah, ich bin Captain. Something has gone horribly wrong with the ship's teleporter. I think everyone has been teleported away randomly. They could be anywhere. Oh no. I'm on the ship. It's damaged badly, but it's still intact. Where are you, Captain? I'm on some sort of space station. It seems pretty modern. There seems to be some sort of interference to in this dimension. I'm broadcasting the coordinates from the ship to you now. Oh, unten links müssen wir hin. Es scheint so, wie es aussieht, auf verschiedene Schiffssysteme oder Schiffsbereiche zu geben, weil die Farben deuten das an. If you can find a teleporter, you should be able to teleport back to me. Also Teleporter finden. Okay, da ist einer. Das T steht wahrscheinlich für Teleporter oder für Toilette. Man weiß es nicht. Good luck, Captain. Danke. So, ich muss mal auf Öhrchen gucken. Sollten wir nicht sterben können, wirklich sagen, spielen wir 15 Minuten. Das heißt, ich hätte noch ungefähr 10 frei, denke ich mal. Okay. So, hier ist auf die Plattform springen. Es ist ein bisschen rutschig. Man läuft. Yes. Ist das gut? Nee. Also hier will er alles töten, was sich bewegt. Verständlich. Davon würde ich gerne mal einen Speedrun sehen. Ich glaube, der würde sehr beeindruckend aussehen. Ich glaube, man kann. Das Einzige, was wirklich hier Lost Inn ist, ist wirklich, dass man irgendwann frustriert ist, weil man einfach eine Etage nie schafft oder einen Bereich nicht schafft. Gehen die bis nach oben? Nee. Oh, I wonder what that is. Nobody needed it, but I might be nice to tell bla bla. Okay, mal gucken, was es ist. Trench Warfare. Ich finde es ja irgendwie süß, dass sie die Level oder die Bereiche so toll benennen. Jeder Bereich einen anderen Namen. Die Musik ist eindeutig Chiptune NES-orientiert, wie ich schon gesagt habe. Bisschen schade, ich hätte gern so ein schönes 80er Jahre Speaker MIDI-Gedudel gehabt, was bei PCs seinerzeit angesagt war. Ich finde es allgemein komisch, dass es zwar eine Menge Retro-Games gibt heutzutage, da geht's schon los, aber keiner irgendwie sich mal auf einen PC, eine PC-MIDI-Karte oder Soundstandard orientiert, ob es nun ein Adlib ist oder ein SC55 von Roland oder ein MT32 von Roland oder was da alles gab, Revis Ultrasound oder einen guten alten Speaker. Das wäre mal schön, das zu emulieren, aber ich glaube, das ist einfach auch zu schwer. Congratulations, you found a shiny trinket. 1 out of 20. Das sieht mehr nach Achievement-Belohnung aus. Das war's? Das war ja nutzlos, dann mach ich einfach so. Und spar mir den Weg zurück. Ha, bin ich nicht klug? Ja, das war nicht klug. Ah, okay, muss ich jetzt von da machen? Wie komme ich jetzt zurück? Wenn ich da... Ach, man kann auch während des Springs, habe ich das richtig gesehen, dass man während des Springs auch... Oh. Manchmal überfordert es mein Gehirn, wie ihr vielleicht seht, dass ich nicht manchmal weiß, oben und unten, wie, was, get out of here. Oh, jetzt geht's hier ab. Also, kann man jetzt in der Luft springen oder nicht? Doch, es geht. Aber ich muss wohl ein bisschen doller auf die Taste drücken. Okay. Hier jetzt ruhig bleiben. Ruhig, 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 ruhig. So. Jetzt habt ihr auch vielleicht mal eine Ahnung, wenn ihr das erste Mal einschaltet, warum das Format den passenden Namen Lost Inn hat. Hä? Muss ich später springen und dann schnell drücken? Manchmal klappt das in der Luft, manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Ich will immer springen, deswegen drücke ich manchmal zu viel die Umdrehtaste. Scheiße, ich bin zu dumm einfach. Meine Gehirnkapazität ist... momentan nicht die beste, ist einfach zu. Ja. Also es kommen so die langsam, die ersten Wutfalten bilden sich langsam über meinem
Von mir aus rechten Auge. Das gibt's doch einfach nicht. Springe ich zu spät, zu früh? Es lief alles so gut gerade und jetzt, okay, ich weiß jetzt auch, warum es keine Lebensanzeige gibt. Ja, wegen sowas. Also, ich glaube, selbst 1001 Spikes hat, glaube ich, irgendwie einen Counter gehabt von 1000 oder so. Lebenscounter. Es ist echt, ich muss vielleicht ein bisschen weiter mich trauen, in die Stacheln zu springen und dann erst nochmal drücken. Kennt ihr es übrigens, wenn man irgendwie sich auf irgendwas konzentriert, aber der Kopf trotzdem komplett woanders ist? So geht's mir gerade. Shit! Ich werde hier ewig festhängen. Ich kann mir jetzt im Ziel setzen, zum Teleporter zu kommen, zum ersten. Ey, das gibt's einfach nicht. Und habt ihr doch Spaß zuzuschauen? Ich auf jeden Fall. Stop and reflect. Ja, ich reflektiere schon. Ach Gott, was verschwende ich mein Leben damit hier? Unnütze Aufgaben virtuell zu erledigen, die mir im Leben nichts bringen, im realen Leben. Aha. Oh, habt ihr es gesehen? Oh, Pac-Man. Er jagt mich. Es jagt mich. Oh. Wo zur Hölle bin ich jetzt eigentlich hier? Okay, ich hatte... Ja, mich nervt, dass ich jetzt diesen Raum da ausgelassen habe, oben in der Mitte. Der zeigt mir so, wie so ein Mahnmal. Sagt es mir. Ja, hättest du mal geguckt. Ich wollte jetzt da unten springen, aber... Probier's mal. Okay, sollte man vielleicht nicht tun? Hä? Kann man, wenn man einmal sich bewegt... Okay, ich muss vorbeifliegen. Ah, ich verstehe. Und dann wieder nach oben. Also ich frage mich, wie man sowas designt, wenn es über mehrere Bildschirme geht, wie man da die Übersicht behält als Designer. Es sei denn, man hat das Ding komplett, die komplette Karte auf einmal im Blick, was ich mir auch vorstellen kann. Oh, das ist aber echt hier, ich bräuchte mal so einen Matrix-Move jetzt hier, so Zeitlupe, Bullet Time, damit ich ein bisschen besser koordinationieren kann. Fick. Jetzt, ja, ja. Ja! Ja! Ich bin der König der Welt! You prefer you can press up or down instead of action. Nein, das geht nicht mit dem Gamepad. Haha, hier, ich drücke, es passiert nichts. Ich muss Tasten drücken. Arsch. Miep, 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 miep. Ein Geist. Das ist der Geist der verlorenen... ein Geist. Das ist der Geist der verlorenen Weihnacht. Ein Geist. Das ist der Geist der verlorenen... Ach, egal. Nein. Oh, Panik. Das sind so Dinge, das ist so ein Spiel, wo man so mehrere Dinge auf einmal vorberechnen muss und das schafft mein Gehirn einfach nicht. Es ist einfach zu dumm. Ein Teleporter, hab ich's geschafft? Ja, ja, ja. Komm schon. I wrinkle in time. Press Enter, ich habe kein Enter. Was drücke ich dafür jetzt? Start. Ah, die Kartentaste ist Enter, warum auch immer. Oh, das war's schon mit dem ersten Level. Geil. You've rescued your crew member. Crew member. Four remain. Oh, schon fast durchgespielt. Geil. Zero Doctor, have you any idea what caused the crash? There's some sort of bizarre signal here that's interfering with our equipment. It caused the ship to lose its quantum position. Bla bla. Andere Dimension und so. Okay. Mhm. Fix Ship. Okay. Und Rest Crew finden. Habe ich gepeilt. Ich weiß nichts darüber. Ich auch nicht. Ah, grüne Gegend, blaue Gegend. Und die berühmte schwarze Gegend. Danke für mein Nachbar, der über mir wohnt, der gerade schön volle Pulle sein scheiß Fenster zugeballert hat, dass man es schön hört. Danke. So. So. Was machen wir? Wir müssen sie finden, wir müssen Dimensionen, bla. Kann ich mal spielen das bitte? Es ist Lost In, nicht Lava In. Fragezeichen. Das sind bestimmt diese Energy Points, die wir vorhin aufgesammelt haben, wo ich meinte Achievements, 1 von 20, 50. Laut der Fragezeichen sieht es eher aus wie 20. So, shut up and talk not anymore. So, wir sind jetzt da. Teleporter, bin ich da reingegangen, okay. Ich würde ja gerne auf die Uhr gucken, ich schau mal kurz.
bleiben wir jetzt erstmal hier stehen. Ich muss sagen, es macht schon Spaß, ne? Ich kann da mal kurz nochmal einen anderen Abschnitt zeigen. Ich habe keinen Schimmer, was das hier ist. Enter Terminal. Achso, die Kontrollsysteme interessiert mich nicht. So, ich bin jetzt da. Ich würde mal sagen, ich gehe mal nach rechts unten. Das ist ein Loch nämlich, genau das. Boah, voll psychedelisch die Farben. Okay, ich gehe mal jetzt einfach zu einer Fragezeichen. Das, wenn ich da hinkomme. Ich muss sagen, ich glaube, wenn man so lange Zeit spielt, ist es bestimmt so eine Art Flow auch, so ein Rausch, dass man das so relativ schnell sich bewegen kann. Weil man das Prinzip einfach schon in der Muscle Memory, beziehungsweise in den Fingern einfach drin hat. Okay. Interessant, dass es auch so große Bereiche hier gibt. Teleportieren wir uns. Achso, das sind bloß Teleporter, okay. Ich wollte gar nicht zurück. Ach. Mal zurück. Ja, drück Enter. Achso, Enter ist ja. Ja, soll ich jetzt alles abgehen hier oder was? Das ist aber nicht sehr lang, nicht sehr spannend gerade. Okay, unten. Ach, ja, ist ja gut. Ich gehe mal unten rechts hier lang, hier ins Löchlein. Sollte noch irgendwas Spannendes kommen, dann machen wir kurz weiter. Ansonsten beende ich dann erstmal das Lost Inn. Oh! Das war gut reagiert. Muss ich mir selbst loben. Ach, da kann man raufkommen. Achso, und es ist. Ach nee, es ist, ich dachte, die Blöcke halten mich gerade auf. Okay, wollte ich abkürzen. Ich faules Schwein. Ach komm, ey, hier, ne? Kollisionsabfrage gibt's wohl nicht. Was? Ey. Das haben sie absichtlich dahin gebaut, die Schweine, weil man genau weiß, dass man da hängen bleibt. Ha. Okay, oh Gott. Oh. Alter. Habe ich jetzt etwa gleich die schwerste Gegend gefunden? Ah ne, ich kann da unten rein. Ach, das ist ein Trampolin auch noch. Ach Gott, ey. Bitte kein. Ah. Ach, in dieser Zone wird die Gravitation automatisch umgekehrt, warum auch immer. Brauche ich ja gar nichts machen. Ja, ich sagte bereits, da brauche ich ja gar nichts machen. Und trotzdem mache ich was. Das ist nämlich schon wieder im System so drin. Ah. Wo bin ich überhaupt? Okay, ich bin irgendwo jetzt da unten. Da scheint die grauen Dinger wohl so eine Art Zwischenräume zu sein. So eine Art Hub. Ist doch lächerlich. Was ist denn das? Ich muss wahrscheinlich ein bisschen höher, genau. Aber es ist nicht so einfach. Mein Gehirn sagt mir, ich soll es nicht machen. Mein Herz sagt was anderes. Aber ich muss sagen, ihr könnt mich ruhig mal loben. Es ist doch gar nicht so schlecht, wie ich mich schlage, oder? Oh, da sind oben Spieker, okay. Es macht so ein bisschen süchtig. Ich mag es gar nicht aufhören so richtig. Nein! Ist auf diesen Trial and Error, um zu schauen. Ist auch so ein bisschen Super Meat Boy irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist alles so dieses typische Lernen auswendig spielen. Ich glaube, ich muss da oben dieses. Ich muss da rein, ne? Okay. Ah. Oh, ist auch gemein, dass man einen Checkpoint machen kann. Hier muss ich diese Trampoline nehmen. Weil ich kann mich nicht drehen aus eigener Kraft. Das ist wieder so ein. Gerade wieder so, wie gesagt, für mein Gehirn so eine Art Überlastung. Es ist zu viel. Vor allem diese scheiß Geflacker im Hintergrund. Dieser komischen Lego, wollte ich gerade sagen, dieser Tetris-Blöcke ist die Hölle. Die wurden doch bestimmt nicht absichtlich eingebaut, deswegen. Nein, niemals. So gemein sind die Leute nicht. Nein. Okay. Habe ich schon gesagt, dass ich das Spiel eigentlich doch nicht so toll finde? Ich lerne es aber auch nicht. Es ist auch schon wieder keine Lernkurve zu sehen. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Spruch, den ich sehr oft sage. Keine Lernkurve zu sehen.
Und es stimmt ja auch. Seht doch mal hier. Es ist zum Mäusemelken. Ach, guck mal, ich kann hier ausruhen. Okay, wie heißt es denn hin und her hüpfen oben? Oh, okay. Na, selbst das schaffe ich nicht. Obwohl es. Okay. Ja. Ach, wie dumm, ey. Ich bin auch der dümmste Mensch aller Zeiten. Ist vielleicht so ein Schmack, ist einfach so. Vielleicht kann man zu Speedracen. Es geht wirklich. Das ist bestimmt so eine typische Speedrun-Abkürzung. Ja, wenn man sie dann auch vernünftig nutzt nochmal. Also so. So. So, muss ich kurz gucken. Oh Gott, es ist verwirrt mich so doll. Auch die Farben, die ändern sich auch immer. Es ist visueller Oberreiz. Ich bin zu alt einfach. Ich bin einfach zu alt. Das Spiel ist irgendwie für 15-Jährige gemacht. Alright. Ja. Exhausted, ja. Nein! Achso. Nein! Achso. Oh. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Ich bin gerade ein bisschen überlastet im Kopf. Meine Augen sind ein bisschen am aufgeben. Und ich auch. Aber ich habe mich ganz gut geschlagen, muss ich sagen. Das ist eine der wenigen Lost Inns, wo ich es mal weitergeschafft habe. Und ich würde es wahrscheinlich noch weiterschaffen, würde ich mir die Zeit nehmen. Aber ich möchte die Regeln nicht so großartig verletzen, weil es soll ja kein Let's Play werden. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Spielt VVVVV oder wie. Habt Spaß beim Frust oder seid frustig beim Spaß. Bis zum nächsten Mal.